And the Oscar for Best Picture is presented to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Emmy goes to... Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren kleinen Video auf meinem beschaulichen Kanal. Und wie ich immer sage, ihr habt es dem Thumbnail und Titel entnommen, ich bin mal wieder getaggt worden. Ja, die Tag-Saison, die ist dieses Jahr wirklich ziemlich kräftig, möchte ich sagen. Ein Tag nach dem anderen. Aber ich freue mich ja immer, wenn ich ja nominiert werde, gell? Freut mich ja, mache ich ja immer gerne mit, gell? Ja, und der Tag dieses Mal ist vom befreundeten Kanal Analytic Studios. Grüße gehen raus, mein Freund. Ich kenne eigentlich immer noch nicht deinen Vornamen, aber vielleicht verrätst du ihn mir ja mal, gell? Ja, er hat den Tag kreiert und das ist der sogenannte, ich habe es mir aufgeschrieben, aber nicht parat gelegt. Der Tag heißt der Film- und Serienfreaks Tag, gell? Es sind 10 Fragen, wen wundert's, zum Thema Film und Serie, ja? Und machen wir gar nicht lange rum, fangen wir gleich an, gell? Mein lieber Analytic Studios, danke für die Nominierung. Und am Ende des Videos werde ich 2 von euch nominieren, ja, den Tag weiterzutragen, ja? Okay, fangen wir an mit der Frage 1. Gibt es bestimmte Filme, die du zu besonderen Anlässen, zum Beispiel Halloween oder Weihnachten, schaust? Ja, also, wie ihr kennt mich ja, Horrorfilme schaue ich immer das ganze Jahr über. Also, und natürlich auch verstärkt dann zu Halloween oder zum Oktober, aber natürlich den ganzen Jahr. Also ich kann sagen, Horrorfilme sind ein ganzjähriges Event für mich. Aber jetzt im Winter schaue ich immer gerne einen Film, insbesondere immer dann, wenn es richtig geschneit hat, an einem dunklen, grauen Sonntag oder Samstag, wenn überhaupt nichts zu tun ist. Es hat geschneit wie blöd, es liegt richtig fett Schnee. Dann schaue ich mir gerne immer einen Film an, denn ich habe Satellitenfernsehen und wenn es stark schneit, dann fällt das Fernsehen komplett aus. Dann kann man nur noch zum DVD-Player greifen, gell? Oder halt zum Internet. Aber ist es draußen richtig verschneit, kalt und alles Mögliche und es ist nichts zu tun, dann lege ich mir immer folgenden Film rein. Der Gejagte. In der Hauptrolle Nick Nolte, in der Nebenrolle James Coburn, der dafür auch einen Oscar bekommen hat, gell? Und Sissy Spacek spielt auch noch mit. Den schaue ich mir immer an, wenn es richtig knackig kalt ist, wenn richtig dick Schnee liegt und das Fernsehen ausfällt. Gell? Der Gejagte. Es ist ein bitteres Drama. Es ist keine Komödie, überhaupt nichts Lustiges. Es ist ein ganz dunkles, bitteres Drama. Ja? Den schaue ich mir an. Das passt zur dunklen Winterstimmung. Da schaue ich mir den jedes Mal an. Also das ist mein Winterfilm. Ist aber nicht geeignet für Leute, die unter Winterdepression leiden, gell? Weil der Film ist wirklich total bitter und total ernst. Da ist nichts Komisches drin, nichts Fantastisches drin, ja? Es ist ein, ja, dunkles Drama, gell? Da spielt Nick Nolte, spielt in dem Film einen Kleinstadt-Sheriff, ja? Der im Leben versagt hat und er versagt immer mehr und mehr und es wird immer dramatischer und dramatischer. Mehr möchte ich eigentlich gar nicht verraten. Es ist ein Geheimtipp für mich, für alle, die hin und wieder auch einmal gerne ein gutes Drama schauen. Gell? Der Gejagte mit Nick Nolte, James Coburn, Sissy Spacek und Willem Dafoe. Also brillante Schauspieler. Ja gut, James Coburn lebt ja leider nicht mehr. Gell? Gut, im Sommer gibt es 2 Filme, die schaue ich dann immer sehr gerne. Das ist einmal Tödliche Nähe mit Bruce Willis und einmal Am wilden Fluss mit Meryl Streep und Kevin Bacon. Gell? Diese 2 Filme, die schaue ich immer im Sommer, wenn es richtig heiß ist.
ja, Fenster sind offen und so weiter, dann schaue ich immer diese beiden Filme. Das hat sich bei mir einfach so eingeprägt, gell? Ich habe die beiden Filme im Sommer mal gesehen und die werden ja auch meist im Sommer wiederholt, oft bei ZDF Neo oder so. Und da schaue ich mir die beiden Filme immer an. Das sind so meine Sommerfilme. Tödliche Nähe und Am wilden Fluss habe ich leider physisch nicht da. Deswegen kann ich euch das nur einblenden, gell? Okay, kommen wir auch schon zu Frage 2. Welchen Horrorfilm findest du am verstörendsten? Also für mich persönlich, was ich bisher gesehen habe im Bereich Horror und was ich auch da habe physisch, ist für mich am verstörendsten bisher die Rache der Kannibalen. Gell? Ihr wisst es ja vielleicht, ich bin ein großer Tierfreund und hier gibt es eine wirklich sehr drastische, brutale Szene mit einer Riesenschildkröte und das ging mir wirklich lange Zeit nach. Das hat mich wirklich, sieht man das hier? Nein. Das hat mich wirklich lange Zeit geprägt und auch berührt, gell? Die Rache der Kannibalen, also für mich persönlich bisher der verstörendste Film wegen der Riesenschildkröte, ja. Also das hat mich mitgenommen, gell? Nein, Freunde, ich esse Fleisch. Jawohl, ich bin Fleischesser. Ich esse gerne Schweinefleisch, Rindfleisch oder auch Fisch, ja. Wegen mir werden Tiere gemästet, geschlachtet, damit ich sie essen kann. Ja, ich möchte hier keine Doppelmoral hinlegen. Ich bin ein Fleischesser. Aber wenn halt eben nur für einen Film, ja, wenn für einen Film und nicht zur Nahrungsaufnahme oder dergleichen, ja, aber wenn in einem Film nur des Schockeffektes wegen ein Tier getötet wird und in dem Film hier, da passiert das auch wirklich auf brutale Weise, gell? Wenn das also nur für einen Film gemacht wird, dann bin ich natürlich dagegen. Aber Freunde, ich bin Fleischesser. Jawohl, ich esse gerne Fleisch. Ja, bevor der eine oder andere sagt, hier Doppelmoral, gell? Ich meine, darauf würde ich scheißen, wenn das einer behaupten würde. Ja, aber ich möchte es nur sagen, ich bin Fleischesser. Ich bin kein Heiliger, was das angeht. Aber ich habe es halt nicht gerne, wenn im Film Tiere getötet werden, nur um zu schocken, um zu ekeln und die Kamera wird draufgehalten. Bin ich einfach dagegen. Gell? Okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Frage 3. Wenn du die Möglichkeit hättest, eine vorzeitig abgesetzte Serie fortzuführen, welche würdest du wählen? Nun, vorzeitig abgewählt wurde die Serie nicht. Sie ging wirklich lange, aber sie ist meine Lieblingsserie. Und das ist die Serie Roseanne. Roseanne mit Roseanne Barr und mit John Goodman, ja, als die Connors, ja. Das ist meine absolute Lieblingsserie von allen möglichen Genres. Ist so. Ich weiß, die liebe Roseanne hat sich in der Vergangenheit rassistisch geäußert oder ist auch anderweitig politisch inkorrekt aufgefallen. Das ist mir egal. Die Serie entstand lange davor. Außerdem hat sie sich für ihre Ausbrüche entschuldigt. Ja, da ist es für mich auch wieder gut. Das Problem sollen die Amerikaner lösen mit ihr hier. Gell? Ja, ich weiß, sie ist eine umstrittene Person. Es ist und bleibt trotzdem meine Lieblingsserie. Da lasse ich mich nicht verbiegen. Das war lange, bevor sie so ausfällig wurde. Wäre sie natürlich am Anfang ihrer Karriere schon so drauf gewesen, dann wäre die Serie nicht lange gelaufen. Ist klar. Aber hier, Roseanne, meine Lieblingsserie von allen erdenklichen Genres. Jawohl. Gell? Gut. Kommen wir zur nächsten Frage. Frage 5. Nein, Frage, ich bin ein bisschen komisch heute, egal. Frage 4. Welcher war deiner Meinung nach der unnötigste Film, der je gedreht wurde? Nun, der unnötigste Film gibt es für mich, da kann ich jetzt nichts in die Kamera halten, nichts einblenden. Für mich hat jeder Film seine Berechtigung, seine Relevanz. Jeder Film ist ein Beitrag zur Unterhaltungskultur, zur Popkultur. Wir haben alle die Möglichkeit, Filme abzulehnen, Filme zu schauen.
Für mich ist kein Film in dem Sinne unnötig. Unnötig sind nur gewisse Szenen, wie halt eben hier Tiertötungen. Das ist unnötig. Das muss und darf eigentlich nicht sein. Gell? Aber jedes Filmgenre, jeder Film hat irgendwo seine Berechtigung, hat irgendwo sein Publikum, seine Fans, seine Gegner. Gell? Also ich sag da, kein Film ist absolut unnötig. Es sind gewisse Szenen oder gewisse Aussagen sind unnötig. Aber ein Film als solcher würde mir jetzt keiner einfallen, wo ich sagen würde, wäre unnötig. Ich rede natürlich, klar, kriminelle Geschichten wie Snuff-Movies, Tierpornografie und so ein Bullshit. Sowas ist selbstverständlich unnötig, das ist klar. Aber ich rede jetzt natürlich vom Unterhaltungsgenre Film, also von der Popkultur, vom Popkulturfilm. Und da ist in meiner Meinung nach nichts unnötig. Jeder Film hat seine Fans und seine Gegner, ist meine Meinung, gell? So, kommen wir zu Frage 5 und jetzt bin ich mit den Ziffern nicht durcheinander gekommen. Frage 5. Wie wichtig ist für dich die Originalität eines Filmes im Vergleich zur handwerklichen Umsetzung? Zum Beispiel Leistung der Schauspieler, Kulissen, Filmmusik, Effekte und so weiter. Ja, also im Idealfall stimmt natürlich beides. Tolle Schauspieler, tolle Effekte, gell? Tolle Musik, alles drumherum. Das Gesamtpaket ist natürlich immer das Beste. Aber was für eine Überraschung, gell, meine lieben Freunde. Wer hätte das gedacht? Gut, mir ist es eher wichtig, dass gute Schauspieler zu sehen sind und eine einigermaßen nachvollziehbare, gute Handlung. Schlechte Effekte, schlechtes Bild, das ist dann eher zweitrangig. Mir ist es also wichtig, eher wichtig, gute Schauspieler, einigermaßen nachvollziehbare Story und alles andere ist dann ein toller Bonus. Aber natürlich habe ich gerne das Kompaktpaket. Aber wer hätte das gedacht, meine lieben Freunde, gell? Was für eine Überraschung, oder? Ja, aber mir kommt es eher auf gutes Schauspiel und einigermaßen gute Story an. Ob jetzt Effekte billig sind oder nicht, ist dann zweitrangig, gell? Gut, kommen wir zu Frage 6. In welchem Film hättest du gerne als Schauspieler mitgespielt? Ja, das habe ich schon beim letzten Tag beantwortet, gell? Ja, gerne im Film Joker als Arthur Fleck. Das war, Joaquin Phoenix hat einer der besten, ja, schauspielerischen Leistungen der letzten Jahre abgeliefert. Das hätte ich auch gerne, so ein toller Schauspieler wäre ich einfach auch gerne. Und ich mag die Figur des Jokers. Und hier haben wir eine etwas realistischere, etwas runtergefahrenere Version, nicht so eine übertrieben comichafte Version des Jokers gehabt. Das hätte ich gerne gemacht, gell? Aber es ist nur Fantasie. Ich bin alles andere als ein guter Schauspieler. Aber wenn ich das wäre, so etwas hätte ich gerne auch gespielt, gell? Okay, Frage 7. Wenn du dir eine Serie aussuchen könntest, von der es bis an dein Lebensende neue Folgen gibt, welche würdest du aussuchen? Ja. Keine Überraschung, Freunde. Roseanne, das könnte für mich ewig so weitergehen. Die Serie könnte ewig in den 90ern spielen. Das heißt, Darlene und Becky Connor sind ewig so 16, 17. DJ Connor, also David Jacob Connor, ist ewig in meinem Alter. Wie war ich damals? Als die Serie losging, war ich so 12, 13, 14 rum. Ja, und auch Dan und Roseanne Connor sind ewig in den 40ern. Die Schwester Jackie ist ewig Ende 30. Ja, das könnte ewig so weitergehen. Roseanne, gell? Alles klar, gut. Kommen wir zu Frage 8. Wenn du die Möglichkeit hättest, für einen Tag eine Filmfigur zu treffen, welche wäre diese? Und hier kommt meine Antwort. Wie viel haben sie dir gegeben? 20 Riesen. Und den Teppich darf ich auch behalten. Nur für die Geldübergabe? Ja, die haben dem Dude einen Pieper gegeben. Also wenn diese Typen anrufen... Und wenn wir hier gerade spielen? Ja, meine lieben Freunde, das war meine Antwort, gell?
den würde ich gerne mal einen Tag lang treffen, mal mit ihm chillen, einfach mal nichts tun, sich mit ihm über irgendwelche lustigen Dinge unterhalten, einen White Russian trinken und so weiter. Gell? Okay? Jawohl. Gut. Frage 9. Welcher Film hatte deiner Meinung nach den geilsten Twist? Ja, kann man da von Twist reden? Mehrere Filme sind es. Aber ein Film, da hat mich das Ende wirklich sehr überrascht und auch runtergezogen. Ist jetzt keine Überraschung. Der Nebel, gell, die Stephen King-Verfilmung, was da am Ende passiert, das ist echt so ziemlich das bitterste, brutalste, böseste Ende. Gell? Kann man da jetzt von einem Twist reden? Ja, ist vielleicht so eine halbgare Antwort, aber der würde mir jetzt hier einfallen. Ist natürlich keine Überraschung. Gell? Der Nebel hier. Aber natürlich auch er hier, habe ich erst vor kurzem besprochen. Der Killer von Wien. Auch ein Twist-Festival am Ende. Gell? Fantastisch. Oder halt eben auch am Ende 7. Ja, 7. Den habe ich physisch auch hier. Aber ich habe den jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Ich blende euch jetzt einfach mal das Titelbild ein. Der Film 7 hat auch einen tollen Twist am Ende. Meine ich. Gell? So, sowas würde ich sagen. Diese drei Filme fallen mir jetzt auch spontan ein. Gell? Ja, gut. Kommen wir auch schon zur letzten Frage. Und dann haben wir den Tag durch. Und dann werde ich zwei von euch nominieren, den Tag weiterzutragen. Wenn die Personen möchten. Gell? Also, Frage 10. Welches Serienfinale hättest du gerne anders gemacht? Ja, und auch hier meine Antwort bei Roseanne. Die allerletzte Staffel Roseanne war eine absolute Katastrophe und die allerletzte Folge war somit das Schlimmste für mich als Fan, was ich jemals sehen musste. Ich habe auch geglaubt, Roseanne Barr hat das mit Absicht gemacht, damit die Serie auf keinen Fall fortgesetzt werden könnte. Ist ja dann, wie wir heute wissen, mit den Connors, ich glaube 2018, 19, ist das ja nochmal passiert. Aber die Serie ist gefloppt und die ist auch zu Recht gefloppt. Das sage ich als Roseanne-Fan. Aber die Nachfolgeserie, die Connors, die ist zu Recht gefloppt. Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht um das Ende dieser Serie. Und das war eine Katastrophe. Husten, husten. Hardcore. Ja? Also, warum ist diese Serie für mich schrecklich geendet? Ja? Also, was hätte ich anders gemacht? Nun, in der letzten Folge, in der letzten Staffel Roseanne, da haben die im Lotto gewonnen. Da sind sie reich geworden. Ja, die haben ihre Wohnung modernisiert. Die sind auf Kreuzfahrt gegangen. In einer Folge hat Roseanne sogar in einem Zug Terroristen bekämpft. Also die Serie wurde richtig abgehoben und bescheuert. Ja, ich bin der Meinung, das hat Roseanne Barr. Sie hatte ja da die Oberhand. Ja, sie hat das mit Absicht gemacht, um die Serie mit Absicht in die Grütze zu reiten. Denn Roseanne Barr ist eine schizophrene Persönlichkeit. Sie hat mehrere Persönlichkeiten in sich drin. Und ich glaube, da war eine Persönlichkeit am Zug, die es nicht gut gemeint hat mit ihr selbst und mit ihrer Karriere und mit der Serie. Ist meine Auffassung, das hat sie mit Absicht gemacht. Denn wie gesagt, die Connors haben im Lotto gewonnen. Das hat mich schon gewurmt. Das war dann nicht mehr diese Arbeiterklasse-Familie. Also in meinem Niveau, möchte ich sagen. Ja, das hat mir dann schon nicht gefallen. Und in der allerletzten Folge, da erklärt sie uns, dass alles, die komplette Serie, alles, was wir gesehen haben, nur ein Wunschtraum von ihr ist. Ja? Dan Connor ist in Wahrheit schon lange tot. Ihre Töchter sind in Wahrheit mit den anderen Söhnen verheiratet. Also Darlene ist nicht mit David verheiratet, sondern mit dessen Bruder. Jetzt komme ich, weil ich ein bisschen in Rage komme. Fällt mir jetzt der Name nicht ein. Mensch, wie hieß jetzt nochmal der Bruder von David? Also Darlene ist auf alle Fälle nicht mit David verheiratet, sondern mit dessen Bruder, auf dessen Namen ich jetzt gerade nicht komme. Ja? Und Becky ist in Wahrheit mit David verheiratet und nicht mit Davids Bruder. Gell? Also es wurde alles getauscht. Dan war tot,
Die Kinder sind alle erfolglos und sind mit den anderen, mit dem jeweils anderen, also Bruder, Schwager, verheiratet. Also Roseanne Barr hat das voll in die Grütze geritten. Also die allerletzte Folge der Serie war eine Katastrophe für mich als Roseanne-Fan. Ja? Mir hat ja schon die allerletzte Staffel nicht gefallen, aber ich habe geguckt, um zu schauen, ja, wie geht's denn nun zu Ende. Aber wie gesagt, wir hatten da so, eine Folge, da hat Roseanne Terroristen bekämpft in einem Zug. Das war total behindert, also total bescheuert, ja. Also das, was ich natürlich anders gemacht hätte bei Roseanne ist, ja, ich bin jetzt ein bisschen wieder in Rage gekommen, das wollte ich gar nicht. Aber ihr merkt, ich bin ein Fan der Serie. Und vor lauter, jetzt, weil das jetzt wieder hochkommt, mir fällt jetzt der Name des älteren Bruders von David nicht ein. Das ist typisch für mich. Aber wenn es mir, sollte es mir jetzt immer noch nicht einfallen, ich blende es ein. Gell? Gut. Okay. Ja, und was hätte ich jetzt anders gemacht bei Roseanne? Ja, ich hätte das so gehabt wie immer. Ja, es bleibt eine Arbeiterklassefamilie mit ihren Problemen, mit ihren Nichtproblemen. Und wenn ich die Serie hätte enden lassen müssen, ja, wie hätte ich das dann gemacht? Als Fan der Serie hätte ich mir natürlich die Option aufgelassen, dass es weitergehen könnte. Aber, ja, ich weiß nicht. Die Kinder ziehen aus, die Kinder gehen ihre Wege, die Kinder sind nicht mehr zu Hause. Dan und Connor sind in Rente, sie haben ihren Beruf hinter sich. Sie sitzen auf der Couch, sagen... Und Dan sagt zu Roseanne im Endeffekt dann so etwas wie, Rosie, er legt ja dann so den Arm um, Rosie, ich glaube, wir haben unterm Strich alles richtig gemacht. Dann legt Dan seine Füße auf den Tisch, sie gucken in den Fernseher rein, sie sind zufrieden mit unterm Strich mit ihrem Leben, mit ihren Kindern, wie alles läuft und die Serie ist zu Ende. Ja, so hätte ich das enden lassen, ungefähr so. Klingt jetzt vielleicht nicht spektakulär, aber dann könnte man ja vielleicht auch fortsetzen, ja, wenn viele Fans der Serie schreiben, ja, geht es nicht bitte weiter und so, könnte man das ja dann fortsetzen, okay? Gut, ihr merkt, mir liegt die Serie am Herzen, deswegen war das jetzt auch meine längste Antwort, gell? Okay, gut. Ja, das war der Film- und Serienfreaks-Tag vom lieben Analytic Studios. Noch einmal, liebe Analytic Studios, wie gesagt, ich kenne noch nicht deinen Vornamen, gell? Danke für die Nominierung. Und jetzt nominiere ich zwei von euch und macht gerne mit, wenn ihr möchtet. Das wäre einmal der liebe Michael Speyer. Lieber Michael, falls du das sehen solltest, ich meine, ich erwähne dich, du kriegst das ja hoffentlich mit. Mach den Tag, wenn du möchtest. Ich lade dich ein, aber nur, wenn du möchtest natürlich. Und als zweites nominiere ich den lieben Special Freak. Den lieben Sebastian, Special Freak Sebastian, falls du das siehst. Ich meine, ich erwähne dich natürlich, gell? Falls du das sehen solltest, ich lade dich ein, mach den Tag auch, gell? Die Fragen stehen wie immer in der Infobox. Also, ich nominiere für den Tag Michael Speyer und den Special Freak, den lieben Sebastian, gell? Gut, das war dann auch schon wieder das Video. Ich hoffe, ich konnte euch etwas die Zeit vertreiben. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht, meine lieben Freunde. Sollte dem so gewesen sein, würde ich mich freuen, dass wir uns zum nächsten Video wiedersehen und wiederhören würden. Ja? Bis dahin verabschiede ich mich von euch und sage Tschüss, bis dann. Ciao. Tschüss.